Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zurück bei Enderal, einer neuen Aufnahmesession. Und ich bin sehr begeistert davon, dass wir endlich weitermachen können. Ich muss mal kurz eine Geschichte erzählen. Ich gehe hier auch gerade mal die Schienen etwas entlang. Und zwar, es handelt darum, dass ich Enderal eigentlich schon ein bisschen aufgenommen hatte, aber ich musste hier nochmal an dieser Stelle anfangen, weil irgendwie hat sich das Spiel mal wieder gedacht, hey, komm, ich ärgere mal den Terra, ich stürze einfach mal wieder ab. Und das war innerhalb von 13 Minuten passiert, da dachte ich mir, nee, da fängst du nochmal neu an. Ich habe jetzt allerdings ein bisschen Zeit verstreichen lassen müssen, weil irgendwie war ich dann so richtig so, ihr kennt das ja selber, wenn ihr dann plötzlich irgendwas macht und dann geht das schief, dann seid ihr erstmal total demotiviert und ihr schmeißt den Straßendieb, Alter, Mann, ich bin ja hier He-Man, guck, ich meine Superwoman, guck dir das mal an. Hä? Achso, der ist jetzt da abgestürzt. Päh! Draufspucken. Entschuldigung, ich konnte gerade nicht widerstehen. Und was ich auch noch kurz erzählen möchte, ihr habt vielleicht, ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, weil ich habe es eigentlich relativ gut... Was war das? Nee, ich habe es eigentlich relativ gut ausgemerzt. Und zwar habe ich die Tonspur von meiner Sprache ein bisschen zurechtstutzen müssen und habe die wieder hingeschoben, wo sie hingehört. Audacity hat nämlich so ein paar Probleme gemacht vorhin, weil ich irgendwie zu gute Qualität gemacht habe. Und da hat er zwischendurch mal so kurze Aussetzer gehabt. Man hat vielleicht hier und da mal gehört, dass ich irgendwo ein Wort verschluckt habe oder irgendwie das nicht richtig ausgesprochen habe. Da dachte ich selber, als ich mir das angeguckt habe, hä, hast du wirklich so geredet? Das klang irgendwie nicht wie Deutsch, das klang irgendwie so, als ob ich einen Gedankengang schon weiter war und habe das Wort einfach abgebrochen. Verstehst du? Ja, verstehst du. Das war ein bisschen merkwürdig und ich hoffe, ich habe das jetzt beheben können. Genauso wie das Problem, dass, das Spiel abstürzt. Mal gucken. So, ich möchte ja immer noch nach Flussheim zurück, deswegen, wenn wir jetzt einfach mal hier, Flussheim. Wenn wir einfach mal die Teleportrolle nehmen. So, ich stelle mich hier hin. Super, super, simsalabim, schick mich nach Flussheim. Jetzt geschwind! Mal gucken, ob was passiert. Oh, ich fange an zu schweben! Ich löse mich auf! Bitte warten. Die Musik passt gerade voll. Aber der Ladebildschirm braucht ein bisschen. Boah, man kommt da tatsächlich auch mit so einem Rabauz auf dem Marktplatz an, in Flussheim. Und wir müssen ja jetzt erstmal, am besten erstmal wieder was in die Hand nehmen, wo ich nicht irgendwas verbrauchen kann. Upsala. Wir müssen jetzt erstmal irgendwie Jesper finden. Und ich glaube, ich weiß, wo der ist. Der müsste eigentlich irgendwo hier in Flussheim sein. Und ich möchte auch noch kurz sagen, es hat mir letztes Mal wahnsinnig viel Spaß gemacht, da bei den Piraten das einfach mal alles auszurauben. Aber wir müssen mal warten, bis der nächste Tag ist, damit ich da oben so ein paar Sachen verkaufen kann, weil ich ja doch recht viel Zeug mitgenommen habe. Und deswegen gehen wir da jetzt erstmal... Schreitet wohl. Das ist doch die... Grüße. Das ist diese... Schreitet wohl. Das ist diese merkwürdige Tante. Von diesem Stand da oben, die dann so, ich tanze jetzt mal einen Tanz der Verzweiflung. Lavendel liegt hier einfach mal rum. Hier im Sack ist auch ein bisschen Käse und Kohl. Aber wir gehen jetzt erstmal da rein. Und ich glaube, ich werde erstmal schlafen gehen, bevor ich mit Jesper rede. So. Und die Fackel muss ich auch übrigens gleich einstecken. So. Eine Partie? Kommt, setzt euch doch. Eine Partie? Ich könnte natürlich jetzt mal so ein bisschen, spielen. Setzt euch doch. Ach, weißt du was? Das machen wir jetzt einfach mal. Wir spielen einfach mal eine Partie. Das war das... Das war, glaube ich, dieses... Das war das Würfelspiel, ne? Ja, hier steht's ja auch. Wollt ihr Mordas Würfel spielen? Ja. Morals. Na dann, lasst mal sehen. Wie ging denn das nochmal? Ich glaube, das war das mit diesen...
dass man eine gewisse Punktezahl nicht überschreiten durfte. Ich fange mal mit 5 Münzen an. Ich hoffe, das war kein Fehler. So, das ist eine 3. Oha. Ach so, die Würfel zeigen eine Augenzahl von 3. Wenn ihr würfelt, darf euer endgültiger Augenzahl nicht mehr als das Dreifache davon ergeben. Maximale Augenzahl 9. Okay. Euer Gegner würfelt zuerst. Naja, was jetzt gut wäre, wenn er gleich überwürfelt. Jetzt hat er eine 8. Und ich habe eine 3. Willst du mich verarschen? Ich würfel nochmal. Ja, jetzt bin ich schon drüber. Es war so klar. Arr! Okay, wir verzocken jetzt mal alles. Ich gebe jetzt... Was? Okay, ich darf den Nummernblock nicht benutzen. Was sind das denn für... Ja, natürlich. Jetzt darf ich anfangen, damit ich überwürfle. Pass auf. Oh. Okay. Nee, ich würfel nicht nochmal. Mal gucken, wo der rauskommt. Der hat überwürfelt, aber mal sowas von. Jetzt habe ich eine Münze zurückbekommen von meinen 5. Weißt du was? Ich wollte 10 machen. Dann muss ich das hier rüber machen. So. Dann würfeln wir nochmal. Na, das sieht doch schon mal besser aus. Da kann man jetzt erstmal 24... Na, es geht. So. Kopf, ihr würfelt zuerst. Na gut, was kriegen wir? Wir haben eine 7 gewürfelt. Wir können also nochmal würfeln. Wir haben wieder eine 7 gewürfelt. Wir dürfen also nochmal würfeln. Perfekt! Perfekte Mondo! Mit einer perfekten Augenzahl von 24 gewinnt ihr das Zweifache des anfänglichen Einsatzes. Ihr habt 20 Groschen gewonnen! Wow! Geil! Geil! Einfach mal so gewonnen. Da konnte der gar nichts gegen tun. Aber weißt du was? Wir hören jetzt aber auf. Weißt du, ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit zocken. Und jetzt haben wir... Setzt euch doch. Jetzt haben wir quasi das Geld dafür gewonnen, dass wir hier schlafen können. Ich glaube, das mache ich jetzt auch erstmal. Schreitet wohl. Ich suche ein Zimmer. Für die Nacht. Ist noch etwas frei? Ja, wir hätten da was. Zwar kein Palast wie in den Tempelgärten, aber auf jeden Fall bequem und günstig ist es noch dazu. Wie wär's? Wie viel kostet's? 10. Ey, wir haben sogar noch Geld übrig. Das finde ich gut. Das klingt doch vernünftig. Wunderbar. Dann lasse ich mal den Raum für euch aufsperren. Erholt euch gut. Vielen Dank. Auf bald. Na, dann gehen wir mal pennen. Du, Tür auf. Du willst hier nicht rein. Mein Zimmer. So, dann schlafen wir mal eine Runde. Wir haben es 9 Uhr abends. Das heißt also, wir schlafen mal. Jetzt muss ich mal überlegen. Das ist ganz schön lang. Wir schlafen mal 10 Stunden. Das ist eigentlich schon viel zu lange, aber hey. Wir können es doch. So, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, 7. Beim rechten Weg. Hast du es schon gehört? Es ist erschreckend. Man muss ihn auch alles zweimal sagen. Doch nicht etwa die neue Frisur der Gräfin Dalbonu? Nein, viel schlimmer. Fürst Dalgomorra hat seine Gefährtin betrogen. Sie hat es nur durch Zufall herausgefunden, als sie ihm eines Nachts in den fetten Leoren gefolgt ist, wo er sich ein Zimmer nahm. So ist es. Sie trat nichtsahnend ein, um zu sehen, was er da trieb, und erwischte ihn just dabei, wie er mit 2 Huren, einer Ziege und seinem Stallwart zugleich kopulierte. Und jetzt halt dich fest. Er hatte sich als Priester verkleidet. Herrje, das ist ja skandalös. Wer hat dir das erzählt? Die Frau des Müllers. Sie kennt jemanden, der jemanden kennt, dessen Cousine 5. Grades in dieser Nacht im fetten Leoren gearbeitet hat. Oh Gott. Na, wenn die das sagt, dann muss das wohl stimmen. Schlimm, die Männer heutzutage. Vornherum gehen sie jeden Tag beten, arbeiten emsig und ehren den Pfad. Aber kaum schaut man mal weg, geht's dazu wie in einem kyranischen Freudenhaus. Ja. Ja, einfach furchtbar. Naja, aber was will man machen? Ich gehe dann mal weiter. Schreite wohl. Du auch. Pass auf dich auf. Mensch, was für ein tolles Gespräch. Da kannst du mal sehen, was hier so abgeht. So, dann wollen wir mal... Jasper, alte Socke! Ich setze mich mal neben dich. Hallo Jasper! Ah, das schöne Fräulein kenne ich doch. Einen Schluck Wein? Gerne. Bitte. Bereit für unsere kleine Reise? Der Myrade scheint verletzt zu sein, also werden wir laufen müssen. Wissen? Was ist ein Myrade? Ach richtig, du stammst ja aus Nerin.
Hier in Endaral wirst du sie kaum übersehen können. Myraden sind riesige Flugtiere. Sehr garstig in Wildform, sehr nützlich in gezähmter Form. Auf ganz Endaral verteilt gibt es Myradentürme, deren Wärter dich gegen ein Entgelt mit ihrem Myraden von A nach B befördern. Aha. Aber wie gesagt, der Flussheimer Myrade hat sich verletzt. Wir werden laufen müssen. Oh, nicht so schlimm. Wir können uns doch wehren. Ja, gehen wir. Je früher ich dieses Fieber los bin, desto besser. Wunderbar. Lass uns noch den Einbruch der Nacht abwarten. So laufen wir weniger Gefahr, in Briganten zu laufen. Mhm. Ah, und eines noch. Ja? Bislang wirkst du auf mich eher wie der Nahkämpfer. Also im Gefecht, meine ich. Wie sieht's aus? Lieg ich da richtig? Wie kommt er denn da drauf? Ich meine, wir haben ja viel mehr mit Magie gemacht, als dass wir überhaupt das Schwert in die Hand genommen haben. Nein, eigentlich will ich mich eher in Sachen Magie fortbilden. Verstehe. Ich frage, weil ich vorher noch beim Marktplatz war, um meine Vorräte aufzustocken. Bei der Gelegenheit habe ich auch noch eine kleine Weglektüre mitgenommen. Das klingt gut. Hier. Ich denke, das könnte dir nützlich sein. Ach du Schande, guck dir mal oben links an. Lehrlingsbücher, Lichtmagie, Psionik, Elementarismus, Mentalismus und Entropie. Boah. Der hat aber mal richtig zugeschlagen. In Endaral erhöhen sich eure kampfbezogenen Fertigkeiten nur durch den Einsatz von Lehrbüchern. Diese können gefunden oder bei Händler erstanden werden und verbrauchen bei Benutzung je einen Lernpunkt. Gerade im späteren Spielverlauf sind hohe Fertigkeitswerte ein Muss, deshalb legt euch stets einen Teil eurer Groschen für Lehrbücher zur Seite. Handwerksbücher funktionieren nach dem gleichen Prinzip, erhöhen jedoch eure nicht kampfbezogenen Fertigkeiten. Sie verbrauchen Handwerkspunkte statt Lernpunkte und sind erheblich günstiger. Aha! Was sind das für Bücher? Der Arasealer in meinem Bett. Sinnliche Bekenntnisse einer Vagabundin, Band 1 bis 5. Bitte was? Du weißt schon, für die einsamen Nächte. Spaß beiseite, das sind Lehrbücher. Von Arkanisten, Fechtmeistern, je nachdem eben. Du kämpfst gut, aber wenn du deine Fähigkeiten ausbauen willst, kommst du um solche Lektüren gar nicht herum. Mhm. Das macht mir irgendwie Angst, wenn wir irgendwann mal da hinkommen, wo der Endkampf sein könnte. Das heißt also, wir müssen... Alter... Wir müssen die ja wirklich in uns inhalieren. Ich weiß gar nicht, wie viele Lernpunkte kann man denn hier haben oder beziehungsweise wie viel Level kann man hier haben. 100 oder ist die Begrenzung nach oben hin offen? Wir werden es merken. Danke. Kein Ding. Dann würde ich sagen, auf geht's. Juhu. Auf wie geht's? Was? Wieso wird... Hä? Warum ist jetzt das Bild schwarz geworden? Egal, ihr werdet nun von einem Charakter begleitet. Solange ihr auf der vorgegebenen Strecke bleibt, wird Jasper euch folgen. Kommt ihr von der Strecke ab, müsst ihr nicht zu Jasper zurückkehren. Achtet einfach auf die entsprechende Einblendung, Jasper folgt euch wieder. Nach einigen Momenten wird er wieder bei euch sein. Spätestens zu eurer Ankunft im Fremdenviertel Arx. Jasper nach Arx. Okay, dann wollen wir mal nach Arx. Geht weiter. Boah. Schreitet wohl. Stau. Lass die doch mal durch. Ich speichere hier vorher mal. So, dann wollen wir mal raus. Na, das hat's ja gebracht zu pennen. Aber mal wirklich. Warum ist denn jetzt wieder duster? Unfassbar. Ich hätte wirklich nicht schlafen sollen. Da waren also die 10 Groschen umsonst. Na gut, wenn es halt so ist, dann ist es halt so. So, wo muss ich denn lang eigentlich? Wo ist denn Arx? Ach du Schande, da hinten! Wir sind hier. Und wir dürfen nicht vergessen, wir müssen ja hier noch so ein paar, ich sag mal, so ein paar Stellen abklamüsern. Und wir müssen vor allen Dingen hier, das eigene Ziel, das habe ich noch nicht aus den Augen verloren. Wir müssen da ja noch in das Schiff gehen. Und ich glaube, hier war auch irgendwo noch ein Schiff. Aber ich glaube, das war hier bei Arx in der Nähe. Ach, hier da, sehe ich es doch. Da, und hier oben ist auch noch irgendwas Besonderes. Da müssen wir dann auch mal hin. Also ich sag mal so, Endaral ist riesig. Und es gibt hier bestimmt viele Stellen, wo wir nicht hingehen werden. Aber ich möchte natürlich, ich sag mal so gut es geht, alles mitnehmen. Vor allen Dingen möchte ich alle diese Symbole sammeln. Die 100 Stück. Und ich glaube, wir haben wir 3 Stück schon? Oder 2? Ne, wir müssen 3 haben, wenn ich mich noch richtig dran entsinne. Na gut, dann wollen wir mal nach Arx laufen. Da steht Arx, deswegen gehen wir da mal hin. Mein Problem ist, kann ich denn da... Ist da oben irgendein Händler noch da? Mal gucken.
Wow. Das hat sich echt gelohnt. Ich wollte ja eigentlich Handel treiben. Wie viel Platz? Ja, ich habe natürlich keinen Platz. Das heißt also, ich gehe doch nochmal schlafen. Bah. Das... Wieso haben die das... Ich weiß nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Warum ist das jetzt so, hm? Also nochmal 10 Groschen ausgeben. Dann haben wir unsere 20 gewonnenen Groschen. Was? Nimm dir deine Zeit. Ich warte hier so lange. Schreitet wohl. Ja, wir hätten da was. Zwar kein Palast wie in den Tempelgärten. Wunderbar. Dann lasse ich mal den Raum für euch aufsperren. Erholt euch gut. Ja, danke. Also nochmal schlafen. Ja, ja, verfolgt mich ruhig. Ich will hier schlafen. Nicht du. Ja, es ist natürlich 3 Uhr morgens. Was? Schlafen wir jetzt nochmal 8 Stunden. Oh, das ist zu lang. Das reicht schon. So. Geht weiter. Ich glaube, es könnte immer noch zu früh sein. Wir gehen einfach mal hoch zum Marktplatz. Ich hoffe, dass die dann da sind. Jasper folgt euch nun wieder. So, dann gehen wir da jetzt mal schauen, weil ich möchte ja gerne meinen ganzen Klararadatsch mal loswerden. Madame? Ich glaube, es ist immer noch zu früh, ne? Es ist 7.22 Uhr. Ihr seid nicht von hier, was? Gebt auf euch Acht. In letzter Zeit geht es hier drunter und drüber. Hm, schön. Weißt du was? Dann machen wir das ganz anders. Wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Da muss ich halt mal dieses ganze unnütze Zeug loswerden. Ihr habt eine sichere Truhe gefunden. Gegenstände, die ihr in sicheren Truhen ablegt, können nicht verloren gehen oder gestohlen werden. Ihr findet in jeder Siedlung und an Myradentürmen sichere Truhen. Alle Truhen teilen sich dasselbe Inventar. Das ist wie bei Sacred. Sacred wird es, glaube ich, ausgesprochen. Wie bei dem ersten Sacred, da gab es auch immer diese sicheren Truhen. Da kann ich mich noch dran entsinnen. Was packe ich denn da jetzt mal rein? Boah, ich habe mir da überhaupt keine Gedanken gemacht. Hier die Amphore zum Beispiel. Das ist sowas, was ich nicht umhertragen muss. Hier Korundum-Erz. Ich kann eigentlich alles, was so Erz und Co. ist, hier einfach mal reinschmeißen. Fackeln? So. Fuchspelz. Was ist das denn? Hölzerne Rose? Packe ich hier einfach rein. Den Kelch packe ich hier rein. Die ganzen Seelensteine. Leder, Lederstreifen. Die Libelle finde ich cool. Packe ich hier auch rein. Malachiterz, Silbererz. Die Kerzenständer, Stahlbarren. Wolfspelz. Wenn wir ein Ark sind, dann kriege ich das schon irgendwie alles los. Hier, warte. Nochmal hier rein. Abzeichen der Apothekari. Das packen wir jetzt auch mal hier rein. Hier die Seelensteine, wie gesagt. Die Münzen, die 42 Stück habe ich davon. Einfach mal raus damit. Altes Schwert. Ambrosia lasse ich im Inventar. Ich habe hier noch 6 Seelensteine, die nicht gefüllt sind. Was ist das da? Ausdauerflusstrank. Ranzig. Aha. Ich habe hier noch ein Beil. Weil das hätte ich eigentlich mitnehmen können. Ist aber nicht so schlimm. Die Biene. Alles mal hier rein. Malfasblüte. Die Flügel. Blick des Viehgereisten. Habe ich das gerade auf? Nö. Aber warum ist da dieses Zeichen? Das sollte ich vielleicht auch machen, weil 3% bessere Händlerpreise. Stimmt, ich habe das ja beim letzten Mal, als war... Oh, das ist schon ein bisschen her, als ich das Ding gekriegt habe. Der Schlechter von Ark. Distel. Ich glaube, das reicht, ne? Wobei, hier, das kann da noch rein. Eispranke habe ich sogar auch noch dabei. Hier, was? Enzyklopädie Arcana. Das, übrigens, die Bücher, da möchte ich mal gerne von euch wissen, ob wir die lesen sollen. Also, ob ich die hier vorlesen soll, ob ich die aufblättern soll, irgendwie sowas.
Weil irgendwie, das ist doch so Einschlaflektüre, weißt du? Das wäre doch eigentlich mal genau das Richtige. Ich weiß ja nicht, wann ihr diese Folgen immer so guckt. Ob ihr die abends guckt, ob ihr die morgens guckt, so zum Aufstehen. Wäre auch irgendwie mal interessant zu wissen. Ich glaube, das reicht mit rauspacken, oder? Kalte Nacht. 107 Münzen würde das bringen. Ich nehm's trotzdem raus. Das ist, nimmt nämlich zu viel Gewicht. Knoblauch. Knochenmehl. Ich glaube, das reicht. So viel zu tun. So, dann lass uns jetzt mal nach Haag gehen. Jetzt haben wir das Inventar eigentlich gut geleert. Apropos gut geleert. Hier. Bögenversorgung 5% verbessert leichte Rüstung um 3 Punkte. Das ist nicht schlecht. Ein Z-Bonus wurde aus eurem Inventar in... Was? Des Vielgereisten? Da, Schatten des Windes. Bewegt euch kurzfristig. Das ist es eigentlich nicht. Ich weiß gerade... Da, Fußstapfen, Vielgereiste, Z. Da, festigt Schleichen. Schleichen ist 4% effektiver, erhöht Ausdauer um 4... Wow! Hier auch nochmal. Leichte Rüstung. Verbessert leichte Rüstung um 3 Punkte. Bögen verursachen 5% mehr Schaden. Dann habe ich hier noch ein. Festigt Fernkampf. Leichte Rüstung. Nochmal. Okay. Dann haben wir hier noch verbessert leichte Rüstung um 5 Punkte. Erhöht Ausdauer um 5 Punkte. Was ist denn hier los? Okay, das ist nicht schlecht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein super Set, was wir jetzt hier haben. Nur wo ging es jetzt hier wieder runter? Hier geht's runter. Ach, da ist ja die komische Tante wieder. Jetzt nicht. Ihr unterbrecht den Fluss meiner Energie. Oh je. Verfolgt er mich? Ja, er verfolgt mich. So, dann wollen wir mal Richtung Ark laufen. Ich weiß nicht mehr genau, was uns auf diesem Weg dahin so alles passieren kann. Weil es halt schon sehr lange her ist. Wahrscheinlich stürzt das Spiel ab auf dem Weg dahin. Man weiß es nicht so genau. Ich könnte eigentlich mal eine Eispranke essen. Eine Eispranke essen? Eispranke, da ist es. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob was gestiegen ist, aber ich glaube schon. Ah ja. Was ist da? Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit, ich warte hier so lange. Okay, dann warte da so lange. Nee, also, wo es mir vor allen Dingen auch gut immer sehr häufig aufgefallen ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mal so diese Musik nachgeträllert habe, dass ein, halt das nicht so ganz synchron ist. Was ist das da? Ach, das ist der Schrein zum Meer hin. Ich verstehe, da ist ja dieser Bauernhof. Okay, da waren wir schon. Aber hier oben war ich noch nicht. Was gibt's denn hier oben? Warum ist hier so eine Fläche? Ich weiß es nicht. Hier steht doch überall Stiel. Gibt's hier noch irgendwas drin? Wir gucken mal. Okay, hier ist ein Bett, wo man schlafen kann. Was? Betteigentum? Was? Wieso steht da Eigentum? Kann ich da normalerweise schlafen? Steigt da nicht das Arkanistenfieber? Das wäre natürlich nicht schlecht. Wenn man das bei diesen Türmen könnte. Hat irgendwie was. Da oben ist eine Eispranke. Ich habe sie gerade gesehen. Hüpsa.
So. Komm her, Eispranke. Du hast es verdient, in meinem Mund zu landen. Eispranke. So, nochmal. Jetzt bin ich auf 380 hochgegangen. Apropos auf... Ich sollte vielleicht mal die Lehrlingsbücher in mich aufsaugen, oder? Elementarismus zum Beispiel. 1 auf 20 erhöht. Dann Entropie. 1 auf 16. Lichtmagie. 1 auf 17. Mentalismus auf 1 auf 17 erhöht. Und Psionik. Wir kommen, ich glaube, bei... War das Entropie, was schon auf 20 war? Ah, da bist du ja wieder. Mal eben gucken. Was ist denn auf 20? Leichte Rüstung ist jetzt auf 24. Das liegt daran, weil wir ja halt, ich sag mal, diese ganzen Werte hier. Elementarismus. Da müssen wir bald die Bücher ändern. Weil es gibt ja immer die Lehrlingsbücher und dann gibt es ja noch andere Bücher. Und die sind dann für einen höheren Level ausgelegt. Die kosten natürlich auch viel, viel mehr. Und ich hoffe, wir werden die auch finden, diese Bücher. Aber das lohnt sich halt erst, die zu nehmen, die besseren Bücher, wenn wir auf diesem Level sind, wo wir halt die normalen Lehrlingsbücher nicht mehr verwenden können. Da müssen wir so ein bisschen drauf achten. Oh, wie schön das mit dieser Sonne hier ist. Ich weiß, ich erzähle gerade wieder viel. Aber es ist mein Ernst. Da ist er. Ich habe was gehört. Ich habe irgendwas gehört. Ach, gucke an. Stimmt, ich hatte ja... So, ich habe jetzt Blitz in der Hand. Ich habe doch hier einen Bären gehört, oder war das kein Bär? Erkundungsfreudig, was? Ah ja. Nimm dir deine Zeit, warte hier so lange. Junger Braunbär. Was? Ich hab den doch erwischt. Oh, das zieht eine Menge ab. Huch. Ich hab ihn besiegt. Mit 2 Schuss. Das ist ja echt krass. Ein Silberregen, eine Bärenklaue und das Bärenfell kriegen wir dazu. Aber da ist doch noch irgendwo wer. Moment mal. Straßendieb. Verstehe. Hi. Ich wusste gar nicht, dass hier oben ein Lager ist. Ich glaube, ich sollte mal eben schnell auf handelsübliche Waffen zurückgreifen. Huch! Also ich weiß nicht, die Axt ist irgendwie... Los! Komm her! Ha! Ui! Alter! Voll ins Gesicht! Mit dem Schild. Das hat echt gut funktioniert. Allerdings... Der Sound war eben gerade ein bisschen kaputt. Also der war irgendwie so leise, obwohl er eigentlich hätte lauter sein können. Eisenerz. Dann haben wir hier Lederstreifen drin. Morgenlufttrank, natürlich. Und eine Säge. Ich habe hier schon fast Särge gelesen. Oh Mann. Dieser Morgenlufttrank, ne? Falls ihr die Stellen nicht gesehen haben solltet, dann schaut euch von der ersten Staffel die letzten Folgen an. Ey, da haben wir uns... Es war einfach so zum Wegkrachen mit diesem... Mit diesem Morgenlufttrank. Was ist das für ein Geräusch? Hä? Egal. Hier ist jedenfalls jetzt Enzyklopädie Arcane Teil Magie Teil 3. Ich glaube, das Buch haben wir tatsächlich noch nicht. Das nehmen wir mit. Ah ja, ich habe die Bücher ausgelagert. Jetzt kann ich das nicht mehr sehen. Aber ich glaube, wir hatten Teil 4, wenn ich mich noch ganz richtig dran entsinne. So, was hat der dabei? Hätte eigentlich nur die Axt. Hm. Ich nehme die Axt mal mit.
Ich hoffe, ich finde mal irgendwo eine bessere Axt. Weil die Axt scheint irgendwie im Nahkampf sehr gut zu sein. Ich weiß nicht warum. Normalerweise geht man davon aus, dass ein Schwert gut ist. Gut, dann lass uns weiter. Oder ich bin einfach nur zu blöd, ein Schwert zu benutzen. Das kann natürlich auch sein. Dass ich eher mit einer Axt zurechtkomme. Ist hier noch irgendwas? Nein. Verfolgt er mich? Ah ja, da hinter mir ist er. Was ist das? Boah, hier gibt es überall Ecken und Kanten, wo ich gerne gucken will. Ich will da gucken. Erkundungsfreudig, was? Nimm dir deine Zeit, ich warte hier so lange.